Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 64. Und wir machen weiter im Schlingendorntal mit der Quest. Der kurzen. Ich hatte gerade nicht geschossen. Jetzt war in der Backe kleben. Weil in der sengenden Schlucht sind wir leider nicht weitergekommen. Der hat alles bekommen. Oh, doch nichts Schuld. Ich dachte, das wäre ein Hemd, sowas hier. Aber nein. Ist der auch Käse? Nein, der mag keinen Käse. Nö. Ach so, ich denke. Darum konnte er auch gerade nicht schießen. Ohne Munition ist los. Warum hat er denn die benötigte Stufe 10? Oh Gott, was habe ich denn da jetzt gefallen? Ich glaube, die schmeiße ich weg, weil, nee. Stimmt vertan. Verkaufen kann man die Dinger leider nicht. Geladen. 2000 Fallen oder so, ne? Jo, 2800 Pfeile. Köcher müsste theoretisch explodieren. Diamantenstab. Huiuiui. Aber leider nichts für uns. Vielleicht bringt es ja im Auktionshaus was. Mal gucken. Aber dadurch, dass immer recht viel an blauen Sachen und so droppt, bringen die nicht immer was. Weil die Drop-Chance wurde hier erhöht. Ganz cool. Hat man manchmal Glück und rennt auch schon was manchmal mit einem epischen rum. Ach nein, falsch. Oh, hier droppt Magiestoff, das finde ich gut. Magiestoff bin ich auch momentan am Sammeln. GZ, mein treuer Freund. Das ist der kurze. Als ich alleine war mit dem Schamanen, bin ich bestimmt zigmal gestorben. Ja. Ich habe dann immer geguckt, dass ich einen umgebracht bekomme, damit ich für das nächste Mal den nächsten umbringen kann. Ja, ich glaube, der kurze hier, der ist ein Schurk oder so. Wenn der nämlich verschwindet, dann taucht er irgendwo hin auf und der stunt uns quasi. Ja, ich brauche den Kopf. Weg, da war was Grünes drin, oder was Gelbes, sagen was Grünes drin. So, das sind wir fertig. Das ging ja super fix. Das haben wir gut gemacht. Ob der Kopf ist? Nein, Kopf mag der auch nicht.
Ja, probier. Ich kann Zeit mit Fallen um, die uralt sind. Finde ich hart. Hey, wir haben noch nichts mehr raus an. Zwar ein paar, entweder blaue haben, aber keine grauen. Und auch keine weißen. Na gut, bis auf jeden Fall, aber das kann man nicht so wirklich zählen. Aber ich weiß gar nicht. Doch, diese Fälle gibt es, glaube ich, auch. Also epische. Es gibt sogar legendäre Pfeile noch. Und zwar gibt es, ich glaube, in Sunwell ist das. Nicht in Sunwell, in ach, wenn man überlebt. Wie heißt die Blöde? Das Auge, wo alle als Asche droppt. Da muss man ja gegen den Endgegner kämpfen. Und da droppen dann so diese Waffen, wenn man die Waffen kaputt macht. Weil da muss man gegen Waffen kämpfen. Hört sich komisch an. Aber wenn man das erstmal sieht, dann weiß ich, was ich meine. Und diese Waffen droppen sich selber und dann gibt es dann einen Bogen. Wenn man den benutzt, droppt er auch epische Pfeile. Legendäre Pfeile. Ich glaube, die alten nur, solange man drin ist. Mittlerweile halt funktioniert das nicht mehr, weil man ja keine Pfeile mehr braucht. Mittlerweile ist das so, dass die auch nur noch 15 Minuten halten. Dann aus der Tasche verschwinden. Was nämlich dann recht doof ist, durch das Massenplündern können ja alle alles plündern. Und wenn man den ja mittlerweile solo machen kann. Oder auch schon vorher, aber hat man dann die ganze Tasche voller Schrott. Legendäre Items. Wenn man die wenigstens behalten könnte, wäre cool. Aber nö. Die verschwinden ja. Manchmal überlege ich, wenn man so in Raids geht oder so. Und dann kommt mir meistens Klamotten. Ja, auch manchmal. Der die jetzt anhatte? Oder warum hat er die überhaupt in der Tasche? Genau wie manchmal Spinnen dann Klamotten dabei haben. Das ist auch manchmal recht kurios. Oder ein hier. Ein Elite-Soldat mit süßem Nektar. Ohne Mana. Bei den Magiern kann ich das ja noch verstehen. Na gut. Ist ja auch nur ein Spiel. Ich habe eben einen Bericht gesehen über Spielertester von der FSK. Die dann alle Spiele durchspielen müssen. Die dann auch so Rollenspiele durchspielen müssen, was ich mir recht schwierig vorstelle. Und die müssen dann, oder die testen das dann auf den Servern vorher. Gibt ja hier die Beta-Server oder Alpha-Server dann. Für die Einstufung des Alters. Stelle ich mir doch recht spannend vor. Und dann schon WoW, Legend oder so spielen muss. Vor allem durchspielen. Ich frage mich, wie das ist mit nachgepatchtem Content oder so. Haben die ja gar nicht aus dem Zocken raus hier von WoW.
Und die klassifizieren nochmal das Add-on, gucken, war ist immer noch ab 12, fertig. Irgendwie so. Weil wirklich, naja gut, ein bisschen. Sagen wir gleich, Blut fließt ja nicht. Ein bisschen mehr als ein bisschen rumgespritze ist ja auch nicht. Junge, ich habe gerade keinen Bock mehr, mich mit euch zu streiten. Aslan ist ein Killer, er sollte aufpassen. Schaut mal, gucken mal, der Panthers, wieso gerade mal hier ist. Schlimm, dann der Tiger. Ist doch nicht wahr. Du wolltest ja nicht hören. Tja. Ja, packen wir unseren Muli aus. Ein Tiger, Tiger. Ich glaube, Tiger haben wir schon alle. Soll ich abhalten? Ah, okay. Hier. Ja, die Tatze von dem Panther da. Dieser Elite-Panther. Richtig, der war ja auch hier irgendwo. Und hier sind die Wachen mit Stufe 60 Elite von Zul-Gruppe. Die haben mich auch schon mal umgenutzt. Ich habe mal nichts Böses gedacht. Plopp. Lag ich da. Was ist denn jetzt passiert? Oh, das ist 38. Na, habt ihr das gesehen? Im Sprung umgedreht geschossen. Jetzt geht's wieder los hier. Mit überlegen, was man wegtut. Ja. Da ist er. Upa. Markiert. Boah, das sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler, ne? Ja, mein Freund. Erstmal kalt gestellt. Fangzahne. Ja, gut. La, 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 la. Wollte ich ja nicht hören. Oder der ist einfach nur eifersüchtig, dass er nicht gezähmt worden ist. Nimm mich, nimm mich. Tut mir leid. Du wolltest ja nicht kommen. Als Jäger ist man noch mal mehr eingeschränkt dadurch, dass die Köchertasche da ist. Na, ich schmeiß die Farbe weg. Die Quest beherrscht man da. Okay, mach ich. Wir gleich die kurzen Quests auch ab und dann gucken wir mal, ob wir dann eine Folgequest haben. Ich meine, da musste man noch mal rein. Obwohl wir das, wir haben ja den Boss erledigt. Quasi von denen. Da verstehe ich das nicht mehr so ganz. Und nicht mehr killen. Wo sind wir denn? In der tiefsten Pampa anscheinend. Ja, jo, kommt hin. Tiefsten Pampa. Na, na ja, gut. Ja, hier hatten wir auch schon ein, zwei Fehler. Wo man da nicht mal plündern konnte oder so. Und bis jetzt sind wir noch einmal rausgeflogen. Aber kamen dann auch quasi direkt wieder rein.
Ach, jetzt soll ich die kurzen Quests abgeben. Ne, jetzt gebe ich erst die Panther Quest ab. Oh, sollte mal auf die Karte gucken. Okay. Steuerung M, Minikarte. Oder auch nicht. Shift M? Auch nicht. Okay. Was soll's? So, dann gebe ich erst die Panther-Quest ab, dann kriegen wir nämlich auch was. Geben wir erst die kurzen Quest ab, dann haben wir nämlich was mehr Platz im Inventar und können da nämlich direkt auch verkaufen. So, was müssen wir denn sonst noch hier machen? Sieht sehr übersichtlich mittlerweile aus. Sieht aus, als wenn es in der Arena wäre, aber das ist dahinter quasi. Verkloppen. Den nicht verkloppen. Passt. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir direkt gleich auf unsere Rüstung tackern. Und unser Bogen ist besser. Knapp 10% von der P-Wagen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Noch größere Taschen, unbedingt größere Taschen. 16er Taschen wären cool. Ich muss mal weiter skillen mit Magier. Allerdings kann mit der Hexe. Allerdings muss ich dafür leveln. Weil ohne Leveln kann ich nicht weiter skillen. Das hängt leider zusammen. Da es manchmal etwas dauert, tue ich mich manchmal etwas schwer damit. Beziehungsweise die Motivation lässt zu wünschen übrig. Motivation sagt, oh nö, 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 heute nicht. Morgen. Dann ist der nächste Tag. Sagt die Motivation wieder, nö, nö. Nö, morgen. Und wenn ich dann irgendwann mal motiviert bin, denke ich jetzt, heute, ja. Heute machst du das. Seid gegrüßt. Aber ich keine Zeit. Seid vorsichtig. Und unsere Rose ist besser. Sucht ihr was Bestimmtes? Miet. Ach da. Ja. So. Voodoo-Schulden. Mitten im Popo der Welt, ey. Ich glaube, jetzt ist es besser, wenn wir nach Beuteburg fliegen. Weil von da aus ist es das alles näher. Ich würde sagen, ich reise jetzt noch zum Fluglehrer. Dann fliege ich rüber. Und bevor wir losfliegen, machen wir dann Schluss, weil wir haben ja auch schon wieder voll. Ja, sonst wird das alles immer was viel. Oh, es hört langsam auf zu regnen. Es tröpfelt nur noch. So, alles klar.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher in Beutebucht mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst doch ein Abo da. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.